zum Beispiel Filme auch, ich sag mal, abgelehnt, also nur nicht jetzt mit Bravour, aber alle wussten, Frau Albrecht ist in dem Alter und hat jetzt einen zwei- oder dreijährigen Sohn, also gerade wo er so klein war. Und ich habe viele Filme abgelehnt. Das war zum Beispiel auch meine Funktion auch als Vertrauensfrau, denn das ging ja anderen auch so, dass wir dann versucht haben, so einen Film nicht zu machen. Oder nachher mit Freude, mein Sohn, haben wir gerade jetzt neulich wieder darüber gesprochen, was der schon Schönes erlebt hat, also für einen 13-teiligen Fernsehfilm waren wir sehr, sehr lange in Krakau und Zakopane. Das war einfach von der Thematik so. Aber das lief dann schon, also noch ein bisschen, letztes Schulwochenende und dann in die Ferienzeit, konnte ich meinen Sohn mitnehmen. Da kamen aber auch Schauspielerkinder, also haben wir eine Kinderbetreuerin dann gehabt, die diese Kinder betreut hat. Und das hat den Kindern natürlich Spaß gemacht, ja. Mein Sohn ist mir, für den Film Trini, unser Mexiko-Stoff, als alleinreisendes Kind, Schild um Hals, musste ich bei der Interflug beantragen, natürlich selber bezahlen, so eine Fragen standen gar nicht, das hat man gemacht, schon aus Freude oder sowas, und mein Kind oder mein Sohn kriegte eine Stewardess, wir haben ihn gebracht, Flugplatz Schönefeld, dann war geortet, der Marco Albrecht, dann kam eine Stewardess, nahm ihn in Empfang, setzte ihn ins Flugzeug, konnte nur noch Winke-Winke machen und die hat ihn betreut und wusste genau, wen sie am Flugplatz Sofia dieses Kind nur anvertrauen darf. So, da hatte ich, aber weil ich in den sieben Bergen, bei den sieben Zwergen da im Rila-Gebirge war, konnte ich an dem Tag ihn nicht persönlich abholen. Also musste jemand aus dem Drehstab, manchmal konnten Kinder schon, Mitarbeiter oder wie gesagt, die Maskenbildnerin da wird da kommen oder was. In dem Fall war sogar gar keiner möglich, wir hatten einen großen Drehtag. Da ist ein bulgarischer Fahrer, den wir ja hatten. Sie wissen, Film muss auch beweglich sein, also es müssen PKWs oder kleine Busse zur Verfügung stellen. Und das waren da bulgarische Kollegen. Und der kriegte wieder ein Schild, was ich noch gemalt habe. Lieber Marco, Mutti erwartet dich schon im Rila-Gebirge. Setz dich in dieses Fahrzeug oder so ungefähr. Naja, so ein Vertrauen hatte man. So, der stand da, hatte wieder sein Schild und klein Marco kam mit seinem kleinen Rucksack und setzte sich und wurde durch halb Bulgarien gefahren und kam an unseren Drehort. Ja? Also solche Sachen hat man abgefangen. Oder andere haben natürlich auch mit der Familie, also dann wenn die Mutti so eine Tätigkeit. Wir waren ja ungefähr nur 23 Regieassistentinnen in unserem Studio, also weil wir ja nicht, wir haben ja im Durchschnitt nur 12 Filme parallel gedreht, also das ging schon. Aber ich habe viel und ich habe zum Beispiel meinen Beruf nicht ausgeführt. Ich habe ja die ersten 2, 3 Jahre auch eine Tätigkeit im Studio, wo ich nicht rausgefahren bin. Man konnte ja in der Dramaturgie oder irgendwas, weil ich einfach ein bisschen mehr von meinem Sohn haben wollte. Das war auch möglich. Ja, und dann? Zu der Rolle der Frau, also es war absolute Gleichberechtigung, auch die Gehälter waren gleich. Das ist ja jetzt immer so eine Diskussion hier. Aktuell. Kann ich bis heute nicht nachvollziehen, weil die Gleichberechtigung ist doch selbstverständlich. Also sowas war für mich völlig neu, dass es bis heute zum Teil, also unfassbar, da würde ich also heute noch auf die Barrikaden gehen, wenn ich jetzt neben einem Kollegen, also es kann ich überhaupt nicht erfassen. Und wir hatten ja sogar eine Wäscherei, es gab eine, wo man also die Wäsche abgeben konnte. Es gab, da sind heute 2 Bistros drin auf dem DEFA-Gelände. Da war in der einen war eine wunderbare Verkaufsstelle, Fleisch, Frischfleisch sogar und dann eben Lebensmittel, sodass man also auch in seiner Mittagspause dort schon was einkaufen konnte, wenn man wollte. Und dann in dem anderen hübschen kleinen Gebäude war zum Beispiel ein Schuster. Das war ja damals noch so, dass man eben nicht so eine Wegwerfgesellschaft hatte. Also ich weiß, dass wir alle Schuhe wurden benäht oder neue Hacken oder irgendwas. Also solche Erleichterungen gab es ja auch. Und diese Wäscherei, nicht? Abgesehen davon, dass es auch eine große Bibliothek noch gab, weil es ja auch immer, man kriegt ja nicht alle Bücher, aber dort hat man manchmal Material. Jede Stadt in der Stadt. Jede Stadt in der Stadt. Das war also, also viele Großbetriebe hatten aber auch eben diese Einkauf. Ach, einen Friseur hatten wir ja noch, wunderbar. Nur gut, das war
bei uns nicht so, dann haben die Massenbilder, wir haben uns dann manchmal, aber es gab einen Friseur, sodass die feste Tätigkeiten hatten, also sich einen Friseur. Das war natürlich alles Erleichterung, dass uns wirklich die Arbeit dort in so einem Betrieb wirklich eine große Familie war. Also das wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich Großfamilie Defa. Wichtig war unser Ambulatorium, Dr. Balke mit seiner Crew der netten Krankenschwestern. Oh. Ja, richtig. Also abgesehen davon, dass man natürlich eine ärztliche Untersuchung, also bei jeder Einstellung hatte, aber ich hatte mir die Augen verblitzt in Bulgarien oder was und musste dann auch gleich hier weiter behandelt werden. Dr. Balke hat aber gleich dann dich an den richtigen Augenarzt vermittelt oder was. Aber es war wirklich, man konnte dort, brauchte ich zu dieser Zeit noch nicht, aber man konnte sogar kleine Wehwehchen, wenn einer nur ein paar Bestrahlungen brauchte, aber trotzdem noch seine Tätigkeit ausführen konnte, konnte er die dort wahrnehmen. Richtig, da war ja Labor, na klar, da waren ja manchmal Untersuchungen, dass wir Blut abgegeben haben oder irgendwas. War alles dort, hatten wir. Also ich sag ja, ich habe, das war natürlich Bedingung und deshalb fiel ich wirklich erstmal auch in ein Loch, dass ich nicht arbeiten konnte und dann, dass sich keiner weiter gekümmert hat. Das soziale Umfeld war sicherlich vielleicht in jedem kleineren Betrieb konnten dann nicht alle diese Einrichtungen haben, aber diese großen, die also mindestens über 2000 Menschen hatten, waren ja auch wie im Stahlwerk Brandenburg, kann ich mir vorstellen, oder diese großen Werke in der Braunkohle oder was, das, die hatten natürlich diese Einrichtungen alle. Und da war natürlich eine Sicherheit, man brauchte ja nichts anderes. Man ist zu seiner Tätigkeit gegangen und hatte viele, viele Sachen und da war die und Gleichberechtigung, diese Frage stand überhaupt nicht. Also könnte mich überhaupt nicht, kenne auch nicht mal Beispiele, wo irgendwie. Und dann werden wir ja als Frauenkommission in Aktion getreten, sollte auch in der Partei, ja. Ich weiß nicht, ob Sie das so mitbekommen haben, waren Frauen da auch gleichberechtigt oder war doch Männer dominiert? Die SED irgendwie Männer dominiert? Ja, aber dass es dominierend war, also wenn ich so denke, wir hatten zum Beispiel Potsdam, also die Bürgermeisterin, damals diese Oberbürgermeisterin war eine Frau, also die hatte lange Jahrzehnte, Brunhilde Hanke, also fällt mir jetzt bloß ein, gut, unser Direktor war immer ein Mann in meiner ganzen Zeit, aber das sehe ich jetzt nicht, also irgendwie. Aber wir haben ja auch weibliche Regisseurin, die ich dann, also das war auch Kameraleute eben noch nicht, weil wir noch nicht die Digitaltechnik hatten. Das hat sich dann erst, aber Filmfotografen, Standfotografen waren fast alles Frauen. Das war möglich. Die haben dann auch mitgeholfen an der großen Kamera, aber die haben ja ihre Standfotos für die Werbung und sowas gemacht. Das waren wieder, da waren die Fotografen viel Frauen. Und aber also. Nee, aber unser BGL-Vorsitzender, wir hatten auch immer nur Männer, muss ich da sagen, in der Gewerkschaft. Aber da war eine große Gruppe. Ich gehörte ja auch zu der Gewerkschaft, dann die Vertrauensfrauen. Wir waren ja aus der Gewerkschaft sozusagen gewählt und da war ich nicht die Einzige. Also da waren aus den ganzen Handwerksberufen, die es in dem DEFA-Studio gab, da waren, also wir waren mindestens bestimmt die Hälfte Frauen. Also